Gicht ist eine ziemlich häufige rheumatische Erkrankung und betrifft mehr als 600.000 Menschen in Frankreich. Es ist eine Form von Arthritis, die intensive Schmerzen in einem oder mehreren Gelenken des Körpers verursacht, einschließlich der Basis des großen Zehs. Konzentrieren Sie sich auf die Ursachen und Symptome dieser Krankheit sowie die Mittel der Prävention und natürliche Behandlungen. Ursachen und Risikofaktoren der Gicht. Die Gicht wird hauptsächlich durch einen Überschuss an Harnsäure im Blut verursacht, ein Problem, das als Hyperurikämie bekannt ist. Harnsäure ist eine Art von Abfall, den der Körper durch den Urin entfernen muss. Es kommt aus dem Abbau von Purinen, die aus abgestorbenen Zellen und der Verdauung von Nahrung stammen. Normalerweise ist Harnsäure nicht im Blut vorhanden. Wenn es in großen Mengen ist und wenn die Nieren es nicht beseitigen können, nimmt seine Rate im Blut zu. Mit der Zeit setzt sich überschüssige Harnsäure in Geweben fest und kristallisiert vor allem in den Nieren, der Haut oder den Gelenken. In diesem Fall wird sie Gicht genannt. Überschüssige Harnsäure kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, wie übermäßiger Alkoholkonsum. Ethanol in alkoholischen Getränken kann die Sekretion von Harnsäure erhöhen, schlechte Essgewohnheiten. Ein wichtiger Verzehr von Fischproteinen, rotem Fleisch. Gicht kann als männliche Krankheit angesehen werden, weil sie hauptsächlich Männer betrifft, die einen natürlich hohen Harnsäurespiegel haben und sich ab dem Alter von 35 Jahren zu Hause manifestieren. Bei Frauen erscheint es jedoch nach der Menopause. Es ist auch häufig bei Menschen, die übergewichtig sind, Diabetes, Bluthochdruck oder eine Familiengeschichte haben. Die Symptome der Gicht. Die Gichtanfälle treten meist nachts auf und klingen am frühen Morgen ab. Diese Symptome werden präsentiert von Rötung und Schwellung des betroffenen Gelenks, Fieber und Schweißausbrüche, scharfer und plötzlicher Schmerz. Behandlungen von Gicht. Die verschriebenen Behandlungen hängen von den Fällen ab. Übermäßige Herstellung von Harnsäure oder ein Versagen seiner Beseitigung durch die Nieren. Es gibt keine kurative Behandlung. Die bestehenden zielen darauf ab, Schmerzen zu lindern und Rezidive zu verhindern. Im Falle von Gicht ist es auch wichtig, auf seine Ernährung zu achten. Entfernen Sie einige Getränke wie Bier und purinreiche Spirituosen, sowie Säfte und Limonaden, die viel Fructose enthalten. Letzteres wird zur Harnsäure metabolisiert. Beschränken Sie den Verzehr von tierischen Proteinen, weil sie reich an Purinen sind, und Delifleisch, frittierte fette Soßen und Schokolade vermeiden. Trinken Sie täglich zwischen 1,5 und 2 Liter Wasser. Favor-Produkte mit niedrigen Purinenspiegeln wie Eier, Gemüse, Getreide. Wie kann man Gicht vorbeugen und Anfälle lindern? Darüber hinaus ist es auch möglich, Gichtanfälle zu lindern und durch natürliche Tricks zu verhindern. Backpulver. Backpulver ist sehr wirksam gegen Gichtanfälle und lindert Schmerzen. Dieser Inhaltsstoff hat die Fähigkeit, die Menge an Harnsäure im Blut zu verringern. Mix 1/2 Teelöffel Backpulver in einem Glas Wasser und trinken Sie einmal am Tag, vorzugsweise am Abend, weil es zu dieser Tageszeit ist, dass der Körper mehr sauer ist. Apfelessig. Apfelessig ist reich an Apfelsäure, eine Substanz, die den Körper reinigt und hilft, Harnsäure zu beseitigen. Einen Esslöffel Apfelessig in einem großen Glas Wasser verdünnen und die Mischung vor dem Mittag- und Abendessen verzehren. Andere Inhaltsstoffe, die Gicht verhindern und lindern können. Kurkuma. Dank des darin enthaltenen Kurkumins kann Kurkuma Gichtanfälle lindern, indem es die Sekretion von Prostaglandin verhindert, das Schmerzen verursacht. Diese Zutat hat auch entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften und hilft den Nebennieren, mehr Cortison zu bilden, das Entzündung und Schmerz beruhigt. Bromelain. Mit seinen entzündungshemmenden und schmerzlindernden Eigenschaften kann Bromelain aus Ananas helfen.